Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Octopath Traveler. Ja, da waren wir jetzt letztens eher nicht so hundertprozentig gut bei diesem großen Wolf. Der hat uns ja richtig eingeschenkt. Deshalb werden wir jetzt, glaube ich, eher mal ein bisschen gucken und diesen Wald durchsuchen. Aber wir gehen jetzt mal den normalen Weg lang. Ja, den Weg der Fackeln. Weil vielleicht ist da noch was anderes, was nicht so stark ist. Ich bin ja geneigt, dass ich jetzt vielleicht doch anfange, wieder die Gegner wieder normal mitzunehmen. Einfach nur zum Leveln. Weil irgendwie, das hat mich schon ein bisschen in meiner Ehre gekränkt, ja? Dass das jetzt so schlecht funktioniert hat vorher. Das war echt ein bisschen schade. So, du machst, was machst du denn? Ja, du könntest dir so ein Blitzchen machen. Okay. Ja, und du machst hier den Pfeilhagel. Oh, wow. Das war ja wieder glorreich. Ah, okay, er darf nochmal. Ja, dann machst du eben... Weißt du was? Komm, probieren wir Horizontalhieb mal. Ja, wunderbar. Ist für die vorne. Perfekt. Und du machst dann hier die Nachtruder aufgeboostet. So, oh, die vorne sind weg. Irgendwie die Gegner, die sind alle relativ easy, muss ich sagen. Aber der Wolf, das war ja wow. Also muss ich wahrscheinlich wirklich, sollte vielleicht Level 70 sogar sein oder irgend sowas. Naja. Ein verbotener Dolch, den haben wir schon mehrmals. Kann ich da hoch? Nee, da kann ich nicht hoch. 20.000 Jolt. Oder gibt es ja sonst nur Kisten? Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Oh. Es gibt sehr viele Kisten. Ach, der schon wieder. Habe ich da echt? Da habe ich noch gar keine. Doch, da hatte ich doch schon Schwäche. Oder irgendeine Schwäche habe ich da schon rausgefunden. Ja, Feuer müsste doch. Nee, Feuer war es, glaube ich, nicht. Ja, weil Feuer, da bin ich leider gestorben. Deshalb hat sich ja die Schwäche nicht gemerkt. Ah, Blitz. Okay. Nehme ich. Blitz ist okay. Wahrscheinlich Axt, oder? Ja, wunderbar. Gefällt mir das. So gefällt mir das natürlich ganz besser. So, und in Distance goes mit. Oder Schlag. Oder Zoom. Oder wie auch immer. So, Elfin dann Pfeilhagel bei Massenangriff möglich. Okay, der erste ist schon mal weg. Das ist schön. So, Therion tanzt sich mal einen. Don't start things you can't finish. Sehr gut. Nehmen wir mit. Donnerseelenstein. Vielleicht kurz heilen. Nein, heilen. Und vielleicht brauchen wir auch ein paar anregende Pfläumchen. Ich meine, das Hauptproblem bei diesem Wolf war erstens, dass ich ihn selbst, also in der letzten Folge, ihn selbst zu selten, die Verteidigung zerbrochen habe und dann diese Viecher, die noch zusätzlich kamen. So, was bist du für einer? Schauen wir mal, was du für einer bist. Ach, das ist eine alte Dame. Kann ich da was machen mit der? Ja, komm, wir erkundigen uns natürlich mal. Reliktanführer, die verfluchte Flamme brennt unerbittlich, die Macht der Götter in ihr eingeschlossen. Wenn die Lebenden weiterhin gegen ihren Untergang ankämpfen, wird sie die Welt verbrennen. Auch ohne den Heilern wird sie nicht erlöschen. Okay, danke, das ist sehr lieb von dir. Die dunkle Flamme werden dieses Land eines Tages reinigen. Wir mögen unseren Heilern verloren haben, aber die verfluchte Flamme wird nicht erlöschen. Muss ich dich... glaube, ich muss den wegklopfen, oder? Bald werdet ihr die Macht der dunklen Flamme spüren. Ja, schauen wir mal. Ja, toll. Autsch. Also, wahrscheinlich Autsch. Hör auf mit deinem... Windmagien und so, das mag ich nicht. So, Speer. Ja, zumindest Speer ist es, okay. Nochmal Speer. Ja, komm, mach nochmal Speer. Ja, machen mal einen Doppelspeer, danke. Und nochmal, wunderbar, sehr schön. Ja. Und eigentlich müsste ich mir jetzt irgend so einen Buff geben, dass ich einfach voll stark werde. Aber ich glaube, Items gibt's ja da nicht, oder?
erhöht Stärke eines Charakters. Gibt es sowas? Ich glaube ja nicht, oder? Oh, okay. Wartet mal. Wollen wir mal kurz schauen, aber ich glaube nicht, dass es sowas Boostpunkte könnte ich mir geben. So, Kräuter. Giftbeim. Komm, ich mach mal Giftflasche. Ah, der ist eh jetzt schon. Machen wir Gift. Ah, hat sogar funktioniert. Cool. Er ist eh schon fast tot. Ich weiß nicht, warum das der so stark angezeigt wurde. So. Nochmal? Nein, nicht nochmal. Okay. Jetzt vielleicht. Ja komm, der stirbt eher am Gift dann. Ach komm. Ja, stimmt nicht am Gift, weil das Gift schon wieder vorbei ist. Und jetzt. Okay. Das hatte ich mir schon gedacht und meine Instinkte haben mich nicht getäuscht. Der Missetäter war tatsächlich einer von Matthias' Anhängern, dem Verrückten, der sich selbst Heiland nannte. Ich arbeite an Matthias' Seite und führte die Menschen so auf einen dunklen Pfad. Darum muss ich für meine Sünden büßen. Das ist wahr, ich verstehe, warum euer Herz und Gewissen euch so quälen. Aber ich glaube nicht, dass es irgendjemandem hilft, wenn ihr alle Schuld auf euch nehmt. Die Menschen von Leismund versuchen, eine Trennlinie zwischen ihrer Vergangenheit, vergangenen Verbrechen und dem Jetzt zu ziehen. Sie sehen nun in die Zukunft. Sie lächeln und sie lachen und sie genießen jeden einzelnen Tag. Vielleicht ist es an der Zeit, dass auch ihr das tut. Sich zu erlauben, die Schuldgefühle in Schuldgefühlen zu baden, ist keine Sühne. Ihr und die Menschen dieses Dorfes, ihr habt die gleichen Wunden erlitten. Dennoch haben sie wieder gelernt zu lächeln. Ich wünschte, das würde euch auch gelingen, Liana. Elisa. Ja, genau so habe ich dieses Lächeln immer geliebt, Liana. Dann werde ich es versuchen. Ich werde versuchen, für euch zu lächeln. Jetzt, wo wir die Schurken enttarnt haben, die unsere Bemühungen untergruben, können wir uns endlich die Ruinen ansehen. Ihr wart uns eine große Hilfe. Habt Dank. Okay. Einen Bischofsstab. Liana und Elisa, die Geschichte endet. So. Und meine Geschichte endet hier noch nicht ganz, weil ich laufe mal raus aus dem Wald. Weil den Wolf, wie gesagt, ich mache den jetzt noch nicht, da warte ich jetzt wirklich. Ich glaube, da müssten wir echt wieder mehr leveln, aber ich will trotzdem jetzt erstmal Sidequests machen. Ich hoffe, das merke ich mir, dass ich diesen Wolf hier noch habe, aber komm, der hat mich so fertig gemacht. Das werde ich die nächsten 10 Jahre, werde ich das noch wissen. Oh, seht mal hier, das Ding ist ein bisschen kaputt. Die Textur, seht ihr das? Die hebt und senkt sich. Ach, lustig. So. Weil die Gegner hier sind ja eigentlich ganz in Ordnung. Ja, die machen ja nichts. Nichts wirklich. Da könnte ich sogar Initialboostung durchführen, würde ich das wahrscheinlich schaffen. Oh, Alberic ist jetzt nicht so. Naja. Kriegen wir schon hin. So, einmal Passatsturm. Soll ich? Nein, ich wusste noch nicht. Ah, sind die auch? Okay, wunderbar. So, dann Olberic mit seinem Blitzeinschlag. Ja, und einmal, er ist jetzt ein bisschen blöd, weil er natürlich mit Pfeilhagel momentan gar nichts reißen kann, aber naja, alles gut. So, dafür kommt jetzt Therion, der jetzt schön tanzt durch die Nacht. So, und alle sind jetzt... Haben natürlich bei Therion wieder boosten vergessen. Das war wieder so klar. Eieiei, Cloud, was soll das hier nochmal werden? So. Schön. Und jetzt kurz nochmal wieder geheilt. Nein, falsch, ich muss über die Brücke. Und ich laufe jetzt absichtlich ein bisschen rum. So. Aber was ich mich immer noch frage. Jetzt haben wir da auf der Karte diesen Tempel. Der jetzt über dem Dorf rechts oben aufgeht. Wo ist dieser Tempel? Wie komme ich da hin?
Es irritiert mich, wenn ich da so ein Symbol habe, wo ich nicht hinkomme. Ja, da muss ich ja, wenn, dann irgendwo... Okay. Verstehe ich nicht. Ja, komm, mach mal hier Pfeilhagel-Boost. So, Nachtbude Boost. Nee, machen wir da Lumineszenz Boost. Und der Alberic macht natürlich hier. Ja, so. Juhu, viele ist gestiegen. Jetzt könnte man den Wolf sicher besiegen. Nee, natürlich nicht. Weil da müsste er, wenn, dann hier irgendwo ein Weg... Ach, da, ach Gott, da geht ein Weg runter. Ach, ich bin so ein Idiot. Warum habe ich diesen Weg nicht gesehen? Schrein der Sternseherin, ja. Rein da, Gefahrenstufe 50, super. Kann man wieder gut trainieren. So, gehen wir da mal rein. Ist da jetzt... Doch, da ist schon auch ein Speicherpunkt irgendwo, oder? Oder hätte ich sonst draußen speichern müssen? Boah, das wäre zu mies, wenn ich da jetzt gleich sterben würde. Ach, nee. Komm. Anregende Pflaume. So, ich laufe absichtlich rum, weil ich keine Angst habe. Hast du nicht... Ich dachte mir schon, das gibt's ja nicht. Warum komme ich da nicht runter, ne? So, okay, die Gegner kennen wir schon. Machen wir trotzdem Pfeilhagel. Ich mache Initialboosting, auch wenn es wahrscheinlich ein Fehler ist. Aber ich mache gern Fehler, ja. So. Klar, ich verlunge es denn. Hier einmal Nachtrude. Ja, es ist wirklich ein massiver Fehler sogar. Oh je, jetzt wird's mich wahrscheinlich richtig reinhauen, weil jetzt werden die mich wipen, oder? Nö. Was? Warum? Warum? Was? Warum? Was ist denn das für ein Schaden? Das ist doch lächerlich. Schande. Okay. Naja, gut. Gut, ich mache auch nicht recht viel höheren Schaden, muss ich sagen, aber naja. So, komm, Tänzer, Nachtode, go. Ich habe leider nichts mehr zu boosten. Tut mir sehr leid. So. Warum? Das ist doch auch wieder gar nichts. Aber wahrscheinlich ist der Endboss dann wieder massiv schwierig. So. Gut, heilen wir, passt. Und das sind auch noch Kistchen, ja, und ich laufe absichtlich so schnell, weil ich es kann. Ja. So. Gegengiftstein, super, habe ich noch nie verwendet. Da ist ein Speicher. Nee. Du wirst mich doch verarschen. Das ist aber jetzt nicht wirklich eine neue Fähigkeit, oder? Oh, eine Katze. Eine richtig fette Katze sogar. Mal schauen, ob wir das schaffen. Wahrscheinlich ja nicht. Nein, weil wir schlagen immer daneben. Ah, die macht einen Gegenangriff. Okay. Ah, wir haben sogar einmal getroffen. Wow, ich bin begeistert. Bring it on. ja, ich sollte mich vielleicht auf die anderen ein bisschen konzentrieren und nicht auf diese Katze. Okay, das hat nichts gebracht. Das ist sehr schade. Klerikerfertigkeiten. So, Kriegerfertigkeiten. Horizontal Hieb. Gut, dann tanzen wir mal die Nachtode. Warum habe ich jetzt eigentlich vorher so viel geboostet? Weiß man gar nicht so genau. Juhu, wir haben die Katze angegriffen, aber sie flieht jetzt wahrscheinlich. Feldfliege, ach schön. Wow, was war denn das jetzt bitte wieder?
Na egal. Einmal kurz Pfeilhagel auf alle. Ich finde diese Katze, glaube ich, lieb. So, Luminescenz. Ah, komm, Ophelia, du überlebst das schon. Oh, cool, wir haben die Katze getötet. Und alle anderen auch. Wir bekommen jetzt sehr viel Geld, oder? Ja, 51.000. Wow. Richtig arg. Aber du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass ich hier jetzt echt noch eine Fertigkeit bekomme, oder? Oder doch? Okay. Eine Stimme hallt in euren Kopf wieder. Seid gegrüßt. Ich bin Steora, die Sternseherin. Ihr wollt in die Geheimnisse eingeweiht werden, die ich bewahre? Dann müsst ihr zuerst euren Wert unter Beweis stellen. Rufezeichen. Na toll. Ich hab's mir fast befürchtet. Eine überirdische Macht ballt sich vor euch. Ja komm, machen wir. Wir haben hier gespeichert. Oh. Ich würde sagen, wir machen mal heiliges Licht, einfach mal, um zu gucken, was, wie und wo. Okay. Das war es dann mal nicht. Dann machen wir... Komm, wir könnten auch einfach analysieren. Ja. Eis, okay. Ja, 176.000 hat sie. Das ist viel, aber hilft nichts. Mondlichtwalzer vielleicht? Nein. Oh nein, sie greift an. Sie greift an. Physische Reflexion. Was heißt das? Heißt das, ich kann sie jetzt physisch nicht mehr angreifen, oder? Wahrscheinlich, ne? So, machen wir mal Eiszapfen. Wir müssen sie brechen. Hilft alles nichts. So, dann vielleicht einmal Passat. Hilft auch nichts, aber zumindest ist Sophie ja sehr stark. Das haben wir, glaube ich, schon. Ja, das haben wir schon probiert. Ich könnte aber jetzt natürlich auch die Verteidigung ein bisschen runterschrauben. Oder ich mache mal Lauffeuer. Ja, Feuer, okay. Wahrscheinlich Feuer, Eis, Blitz, oder? Könntest du bitte aufhören mit deinen komischen Buffs, die du da machst? Da habe ich echt keine Freude dran. So, Eiszapfen. Schön langsam nach unten, ne? Schön langsam nach unten. So, mehr heilen bitte. Jupp. Und dann machen wir einmal Blitzeinschlag. Passt. Ah, schön. Dann machen wir nochmal Blitzeinschlag. Schade, jetzt kriegen wir natürlich Boostpunkte. So, sie würde nochmal rankommen. Moment. Dann gebe ich mir jetzt einfach hier einen Energiegranatapfel. Wobei, nee, brauche ich ja gar nicht. Ich rufe die Dame. So, weil jetzt kommt Therion. Hat sie diese komische Abwehr? Nee, die wird ja wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. So, physische Verteidigung werden wir verringern. Ja, das Spielchen kennen wir ja eh schon. So, Ophelia macht hier Elfrix auspizieren. Ich hoffe nur, dass die jetzt keinen Gegenangriff macht. Ah, danke, Omi. So, und dann machst du hier eine Amputation. Sehr schön. Und noch eine Amputation. Sehr schön. Und ich glaube, dass die trotzdem immer noch Verteidigung... Ja, gegen Magie hat sie noch Verteidigung. So. Es wird dir wahrscheinlich nicht gefallen, was ich gemacht habe. Aber naja. Ah, sie ist sogar nochmal dran, die Ophelia. Das ist gut. Dann mache ich jetzt gleich sicherheitshalber hier einen anregende Mittelpflaume auf Olberic. So. Steht drohend vor uns. Oh. Ah, jetzt. Okay. Gut, jetzt müssen wir gucken, was das jetzt genau kann. Aber wir heilen uns auf jeden Fall mal. So. Ja, dann wird Olberic einfach kurz mal gucken, was da so jetzt Sache ist. Oh nein, die alte Frau ist weg.
Berg, sieh mal bitte nach, was ist denn das unter dem Fragezeichen? Ach, Dunkelheit, okay, das kriegen wir hin. Da haben wir ja sogar einen da, den Therion. So, und der Elfin ist auch noch dran. Der Elfin könnte sie aber dann zum Beispiel vergiften. Hat das? Ja, gut, zwei Runden. Ah, nee, vier Runden meinte ich natürlich. Ja. Weil wir haben ja immer noch Doppelangriff. Ach, er ist nochmal dran. Ja, weißt du was, das soll er nochmal vergiften. Dann ist der einfach ganz lange vergiftet, ist ja okay. So. Weil Gift ist nämlich gar nicht mal so schlimm. Gar nicht mal so schlecht hier. Oh nein, er ist verwirrt. Okay. Du tanzt einmal, aber ich glaube, es geht nicht länger als 10 Runden, kann das sein? Als 9 Runden. Ja, es tut jetzt nicht so weh. Offi, bitte einmal heilen. So, Nolberg muss ich dann natürlich mit so Steinchen helfen. Aber ist ja okay. Machen wir einmal einen Dunkelstein. Dafür haben wir die Dinger. So, Donnerseelenstein, Wind, Licht, Schattenseelenstein. Komm, ich habe 14 mittlere Schattenseelensteine. Also bitte. Kann ich ja richtig nutzen. So, und der Elfin ist auch dran. Aber ich würde sagen, der Elfin wird sich jetzt trotzdem einen mittleren Energiegranat abfangen. Nee, der Elfin wird was mischen. Der Elfin mischt jetzt einen reinigenden Staub mit Granatapfelessenz, damit wir da richtig schön Boostpunkte bekommen. So. So. Ach, Gift ist so schön. So, weil, dann machst du nämlich jetzt hier nochmal so ein Dunkelseelenstein. Wind, Licht, Schattenseelenstein. Mittlerer Güte. So, weil dann sind wir nämlich gebrochen. Das gefällt mir sehr. Da ist Therion wieder dran. Und macht jetzt hier wieder die physische Verteidigung ein bisschen runter. So. Da ist Ophelia dran. Die macht wieder Elfrix auspizieren auf den Elfin. So. Oh, da ist sie nochmal dran, dann, ich hol die alte, ja, komm, ich hol die alte Frau ran. So, ach, das ist ja schön, dann kommt der Terran nochmal dran, der macht euch dann Löwentanz auf, hier Olberic. Dann wird er ein bisschen stärker, dann schauen wir mal, dass wir dafür einen schönen Schaden jetzt schaffen. Sei mal heiliges Licht. 8000 Schaden, wunderbar. Ja, noch mehr mentale Erweiterung. Bringt nur nichts, weil höher geht's nicht mehr. So, Amputation. Ja, so mag ich das. Und gleich nochmal 9999 Schaden. Es wird sich echt auszahlen, bei Elfin diese Fertigkeit reinzutun, dass er über... Aber ich glaube, Elfin ist nie ein Krieger gewesen, oder? Alter, 25.000 Schaden. Ah, wie schön. Ah, das gefällt mir. Ach, wäre das schön, wenn er jetzt nochmal das machen könnte, aber leider hat er zu wenig Boostpunkte dafür. Ah, es ist schon Geld. Okay. 10.000 Schaden. Ich liebe es. So. Okay. Ja, jetzt ist sie. Okay, jetzt sind wir wieder auf 12. Oh, und ich sehe gerade. Jetzt muss ich heilen. Naja. Okay, Feuer und Eis, das können wir anbieten. Ophelia, vergiss ja nicht das Heilen. Ah, macht er sogar noch zweimal. Stimmt, da war ja was. So, du kannst Lauffeuer machen. Therion, gut gemacht. So, Ophelia, ja nicht das Heilen vergessen. Einmal mehr heilen auf alle. So, Nolberic. Macht Gelehrter. Feuersturm natürlich. Alright. So, dann haben wir hier nochmal. Machen wir hier nochmal Eiszapfen. Könnt ihr natürlich auch schauen, welche physischen Angriffe haben wir. So, hier Lauffeuer. Ah, Körper wird leicht wie die Luft, was heißt das? Muss ich da jetzt Angst haben davor? Ich glaube nicht, oder? Achso, wahrscheinlich ist sie schneller geworden mit dem sowas, oder? Ja, man sieht schon, sie darf jetzt irgendwie, weiß nicht, fünfmal angreifen pro Runde.
Wenn man sich das ansieht, sie greift jetzt dreimal an pro Runde. Okay. Ja, wenn das auch geht, ich meine, was soll ich da machen, ne? So. Ah, Geduld, das mache ich gern. Das passt nämlich hier jetzt ganz gut rein. Ah, sogar Ophelia hat nochmal Geduld. Dann wird Ophelia jetzt besser Olberic kurz eine anregende Mittelpflaume geben. Ja, Olberic hat definitiv zu wenig FP. Habe ich wirklich ein Problem bei ihm. Oh nein, die alte Frau ist weg. Ja, war jetzt nicht so schwierig. Gut, Elfin kommt dran. Der mischt dann wieder schön so ein Pulverchen, hätte ich gesagt. Also zuerst kommt Therion noch dran. Ja, Therion... Nee, Verteidigung brauchen wir nicht runterpacken. Olberic hat... Ja, ich tanze Olberic nochmal einen Löwentanz, damit wir hier nochmal... Obwohl, weißt du was, da machen wir nur... Wann kommt der nachher dann dran? Ja, der kommt eh sogar vor. Ja gut, aber es bringt nichts, weil Elfin sowieso Maximalstufe erkommt. Ich tanze ihm hier. Löwentanz, so. Du machst jetzt hier... wieder ein bisschen reinigender Staub mit Granatapfelessenzen. So, wunderbar. Wir haben alle schön volle Boostpunkte. So, dann machst du hier natürlich das Übliche. Ich glaube, das dürfte es jetzt eigentlich gar nicht aushalten, die liebe Dame, die Sternseherin. So. Ja, dann... Oh, du bist wieder dran. Ruf die Dame. Hallo, ich bin da. Ich helfe gerne. So, super, jetzt ist Therion wieder dran. Was machen wir denn jetzt? Weißt du was, ich traue einfach mal FPs. So. Auch schon lange nicht mehr gemacht. Olberic natürlich mit seinem Ich bin stark Angriff. Ach, es ist so schön, 25.000 Schaden. So, und du natürlich mit deinem Ich bin auch stark Angriff. Und tot. Ja, war klar, dass er das nicht aushält. That's what I'm talking about. So, und was bekommen wir jetzt? Und euch, da ihr euren Wert bewiesen habt, übermittle ich das Wissen des Himmels. Bekomme ich jetzt echt noch eine Laufbahn? Ihr habt die Sternseher-Klasse als Zweitlaufbahn freigeschalten. Okay, das hätte ich mir jetzt ja nicht gedacht. Ja, es wird dann aber fast Ophelia machen. Weil die Sternseher, okay. Was kann denn das? Fertigkeiten. Sternschnuppe. Fügt allen Gegnern Wind, Licht und Dunkelheit Schaden zu. Oh. Okay, gut, das kann ich ruhig gegen Händler tauschen. Erhöht die PP eines Verbündeten 2 Runden lang. Erhöht die Chance eines Verbündeten auf einen kritischen Treffer 2 Runden lang. Okay. Ein Verbündeter erhält 2 Runden Verbesserungen für physische und elementare Verteidigung, Tempo und Ausweichen. Okay. Findet für 2 Runden, dass ein Gegner Statuserweiterungen erhält oder macht einen Verbündeten immun gegen negative Status. Ah, cool. Gewährt allen Verbündeten 2 Runden lang GP-Regeneration. Oh. Gewährt einem Verbündeten die Fähigkeit, einmal physischen Schaden zu kontern. Entfesselt einen elementaren Angriff, der alle Gegner gemäß aktueller Gruppen-BP-Wert Schaden zufügt. Wow. So, und was sind die Hilfsfertigkeiten? Müssen wir mal gucken. Harte Arbeit. Ist ein Gruppenmitglied damit ausgerüstet, erhält man nach dem Kampf zusätzliche Laufbahnpunkte. Brauchen wir nicht. Erhaltet zu Beginn des Kampfes einen zusätzlichen BP. Verstärkt Fertigkeiten, die von ausgerüsteten Charakteren ausgeführt werden, fügen zusätzlichen Schaden zu. Verstärkte Fertigkeiten, okay. Und der ausgerüstete Charakter erhält eine Chance von 25% allen erlittenen Schaden aufzuheben. Oh, das muss ich... ganz ehrlich, das brauche ich nicht. Innere Stärke, weil ich verliere ja sowieso keine FP. Okay, das finde ich cool. Ja, dann schauen wir mal, wie das hier so ist. Schön. Haben wir doch glatt noch... Jetzt ist die Frage, gibt es noch ein Laufbahn-Ding? Gibt es noch eine weitere Laufbahn oder ist Sternseher jetzt die letzte geheime Laufbahn?
Oder eine geheime Laufbahn. Warte, bin ich ja jetzt gespannt auf den ersten Kampf mit dem. Vor allem, dass der Schaden komplett negiert wird, ist schon cool. Gut, hätte ich eigentlich rausfinden können. So, was warst du eigentlich nochmal? Ja, das ist wahrscheinlich der Wolf, der böse Wolf. So. Haben wir jetzt sonst noch irgendwas, was wir hier in Leismil machen können? Achso, die Folge ist ja schon vorbei. Jetzt war ich so enthusiastisch, aber die Folge ist ja schon vorbei. Also, kurz speichern. Ja, beim Speicherpunkt. Na, was ist mit euch beiden los? Alles gut? Thank you. Danke, dass ihr den Schurken für uns aufgespürt habt. Ja, haben wir gern gemacht. So, speichern wir mal kurz. Und wie es weitergeht, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.